Hallo YouTube, ich habe mal wieder Midi für euch. Und ja, heute gibt's wieder ein Unboxing. Wie ihr sehen könnt, gibt's heute, oder habe ich für euch heute wieder ein, ja, mehr oder weniger elektronisches Gerät. Heute gibt's Lautsprecher mit tanzenden, Wassersäulen. Ja, hier ist mal einen schönen deutschen Satz. Beleuchtete Wassersäulen tanzen zum Beat der Musik. Ja, habt ihr vielleicht oder kennt ihr vielleicht schon oder habt ihr schon mal gesehen? Gibt es ja, also ich habe sie zum ersten gesehen bei diesen 7-Sekunden-Clips, Vines oder Vines, wie auch immer. Kennt ihr ja diese 7-Sekunden-Clips, wo jetzt im Internet rumkursieren? Da habe ich die mal, hat einer die gezeigt und ich fand die recht cool. Und ja, ich habe die jetzt gestern durch Zufall entdeckt, habe ich mir gedacht, gut, nehme ich die mit und mache auch ein Video davon. Und ja, heute, beziehungsweise jetzt sind sie hier und ich zeige sie euch. Lautsprecher mit tanzenden Wassersäulen. Ja, ich denke, ich fange einfach mal an. Hier haben wir, wie gesagt, den Karton. Haben wir zwei Seiten. Also das, der Pro zwei Seiten natürlich. Product Shot oder ein Bild von dem Produkt ist zweimal abgebildet. Vor der Rückseite und hier einmal in Deutsch und hier einmal in Englisch. Wie gesagt, Lautsprecher mit tanzenden Wassersäulen in drei verschiedenen Farben. Beleuchtete Wassersäulen tanzen zum Beat der Musik. Hier haben wir die zwei Wassersäulen, gab es in Schwarz und Weiß. Ich habe sie mir in Schwarz geholt, weil ich Schwarz in dem Sinne schöner fand. Hier haben wir dann verschiedene Texte, die haben wir stehen. Kompatibel mit allen Musikplayern und Laptops, Plug and Play, also gerade reinstecken, dann funktioniert es. Ohne irgendwelche Software zu installieren und so ein Zeug. Im Dunkeln verwenden für maximalen Effekt, weil hier wahrscheinlich noch leuchten, ja, leucht Ioden sind und so LEDs oder was auch immer, sind ja so kleine, die, wie gesagt, sind bunt. Integrierter Verstärker und 2x3 Watt. Hier haben wir noch das USB-Symbol. Ja, dann auf der Rückseite dasselbe in Englisch. Dancing Water Speakers, sieht ein bisschen komisch an, aber naja. Illuminated Water Fountains, Dancing to the Beat of the Music, compatible with all Music Players and Laptops, Plug and Play. Play in the Dark for Maximum Effect, Built-in Amplifier und 2x3 Watt auch und USB-Zeichen und nochmal der Product Shot. Ja, mit der Grund, ja, irgendeine DJ-Anlage. Aber ja, sieht recht cool aus, wie gesagt, im Dunkeln für maximalen Effekt, wo wahrscheinlich noch so bunte Lämpchen unten integriert sind. Das sieht man ja alles hier. Rot, blau, grün anscheinend. Ja. Gut, Oberseite. Dancing Water Speakers, nochmal dasselbe, Elemental Water Fountains, Elemental Music, schwarz, schwarz abgebildet, die Boxen in schwarz abgebildet, nochmal Product Shot, USB-Symbol, Unterseite, Barcode und so weiter und welche Zeichen. Einhof in the Netherlands, Made in China, Copyright, ja. Fangen wir hier an, hier haben wir es auf. Hier hatten wir es auf Deutsch. Wie gesagt, noch meine anderen Sprache. Da oben stehen. Und hier dann in Deutsch. Lautsprecher mit tanzenden Wassersäulen. Ja, tanzenden Wassersäulen. Beleuchtete Wassersäulen tanzen zum Beat der Musik. Kompatibel mit allen Musikplayern und Laptops. Plug and Play. Im Dunkeln verwenden für maximalen Effekt. Integrierter Verstärker. Ja, das noch meine anderen Sprachen. Und wie gesagt, das ist dasselbe, was hier schon stand. Und hier haben wir dasselbe auch nochmal in anderen Sprachen. Ja, so viel zum Karton. Aber ich denke mal, ich mache den jetzt einfach auf. Also erstmal. So. Plastik, sodass das hier nicht umherwackeln. Dann kann ich zusammen rausholen. Gut, hier haben wir erstmal die zwei Boxen. Ups. Und innen drin haben wir noch ganz viel Kabel. Das war's. Hier haben wir einen 2x3,5 mm Klinkenanschluss. Wahrscheinlich ja, Verlängerungskabel. USB, also für die Boxen, Mi oder Micro-USB, weiß ich jetzt gerade gar nicht. Ja, USB. Ja, wahrscheinlich Verbindungskabel für die Boxen zum PC.
oder? Ja, scheint so. Und ja, hier haben wir die Box nochmal in so einem Plastik-Schutzdingens drin. Und nochmal überzogen mit so einer Plastik-Folie. Ab. Die machen wir auch mal ab. Ja, ja, hier wie gesagt, das ist nochmal ein Kabel. Das ist nochmal. Ihr seht jetzt, die Box ist angeschlossen. Und ja, ich sag's euch, die werden nicht so teuer. Man sieht schon, dass sie eine Flüssigkeit austritt. Und ich glaube ja, dass die defekt sind. Aber ich probiere sie aus und schreib's dann oder schreib's ins Video. Aber naja, sieht nicht danach aus, dass die funktionieren werden. Was mich jetzt sehr freut, was auch ein kleiner Fail ist. Ihr seht, sie sind jetzt nicht gerade sehr dicht. Hier ist so eine anscheinend Flüssigkeit drin, die ausgelaufen ist. Sehr schön auf jeden Fall. Wie gesagt, hier haben wir Left stehen. USB Power, Audio in, to Speaker. Ach Gott, ich stelle es noch auf die Folie, damit ich den Tisch nicht versau. Und hier haben wir die andere, die scheint aber dicht zu sein. Und hier haben wir noch die Flüssigkeit. Flüssigkeit drin. Wie gesagt, die andere scheint undicht zu sein. Hier nochmal für das Kabel. Ja. Nochmal alles klein gedruckt. Aber wie gesagt, die scheint. Ah ja, mit den von vorne. Stell scharf. Ja. Wie gesagt, die scheint dicht zu sein. Und die hier, die linke nicht. Sehr schön. Ich schreibe es wie gesagt unten in die Kommentare, ob die Dinger funktionieren, aber ich denke mal nicht. Und falls, dann bin ich mal gespannt. Aber wie gesagt, ich schreibe es in die Kommentare, ob die Dinger funktionieren. Jetzt ein bisschen kleiner Fail, weil die defekt sind, aber wie gesagt, die waren noch nicht so teuer. Es war so eine Art, ja, ich sag mal Ramschladen. Und ja, da habe ich die entdeckt, da habe ich mir gedacht, nehme ich die mal mit. Aber ja, ansonsten sehen die nicht schlecht aus. Sehen eigentlich recht gut aus. Auf dem Bild sahen die jetzt nicht so vielversprechend aus. Aber ja, die Boxen an sich sehen gut aus, aber wie gesagt, scheinen defekt zu sein. Und jetzt ist dann auch noch hier, falls ihr es seht, ich tue mal meine Hand dahinter, so eine Art Lupeneffekt, dass es noch größer zum Vorschein kommt, haben die noch. Ja, hier auch. So eine Art Lupendefekt, Defekt-Effekt. Ja, wie gesagt, 3,5 mm Kabel dabei, zwei Kabel, um die Boxen, ich denke mal, warum muss man die jeweils verbinden? Ein bisschen merkwürdig. Und dann, wie gesagt, hier Audioanschluss. Ah, ne, Moment. Ah, das ist wahrscheinlich nur, damit sie Ton haben. Und das ist dann wahrscheinlich, damit noch das Licht funktioniert. Aber ja, mal gucken, ob die Dinger funktionieren. Wie gesagt, ich schreibe es in die Kommentare und lasse es euch wissen. Ansonsten würde ich sagen, das war mein kleines Video, aber auch kleiner Fail, weil die Boxen, wie gesagt, nicht zu funktionieren scheinen. Und ich auch nicht wirklich nicht ausprobieren möchte wegen der Flüssigkeit. Ihr wisst ja, Elektronik und Wasser verträgt sich ja nicht so gut. Wenn es über Wasser ist, scheint irgendeine andere Flüssigkeit zu sein. Aber ja, ich bedanke mich trotzdem fürs Zuschauen. Wenn es euch gefallen hat, könnt ihr einen Daumen nach oben geben. Ihr findet mich auf Facebook, Twitter und Instagram. Die Links sind alle unten. Ansonsten, ja, würde ich sagen, vielen Dank fürs Zuschauen.